Moin und herzlich willkommen zu einer neuen MP-Runde bei Strategy Command War in Europe, nämlich gegen Papa Bear Games and Strategy. Bei Papa Bear läuft jetzt gerade aktuell, während ich das aufnehme, noch eine Rückrunde bei Strategy Command. Und ja, wie ich auf seinen Kanal aufmerksam geworden ist, dass er, obwohl er noch vergleichsweise neu ist, auch schon sehr hohe Aufrufzahlen hat und deswegen auch in meinen Statistiken bisweilen schon aufgetaucht ist und sogar Zuschauer von mir schon darauf hingewiesen haben, wie wäre es doch mal mit einer MP-Runde. Naja, und darüber ist dann der Kontakt quasi zustande gekommen. Er hat irgendwann mich angeschrieben und das hat dann eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ja, er bringt auf seinem Kanal Strategy Command neben anderen weiteren Strategiespielen. Schaut da auch gerne mit vorbei, Kanalbeschreibung. Ist in der Video, Kanal-Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin ein bisschen nervös, dann passieren solche Versprecher, weil der Polenfeldzug, man will es möglichst schnell machen. Naja, ansonsten, jeder von uns bringt seine Folgen raus, täglich abwechselnd um 15 Uhr. Das heißt, wenn ihr das hier seht, dann würde morgen um 15 Uhr bei Papa Bear die Folge sein und übermorgen um 15 Uhr wieder bei mir und das täglich wechseln. Also im Schnitt 3,5 Folgen pro Person. Wir werden auch wahrscheinlich ein bisschen im Voraus sein mit dem Aufnehmen, also wenn das hier veröffentlicht wird, sind wir wahrscheinlich bei 10 bis 15 Folgen ungefähr. Was daran liegt, dass es sein kann, dass wir als Spieler mittendrin hier und da mal wieder zeitbedingt Pausen einlegen müssen und dann, dass aber trotzdem das Programm immer garantiert ist, dass es weiter durchgeht. So, ich glaube, das waren die organisatorischen Sachen. Kommen wir zum Inhaltlichen und ich mache mal eben ein paar andere Sachen, also du sicherst natürlich das Bergwerk ab und wo die Grenze hier. Und die konnten sie sonst nicht viel machen bei den Schiffen. Ja, ihr nähert euch mal lose und vorsichtig Kanada an. Bleibt aber bitte erstmal noch in Deckung. Ansonsten, wir sind ja noch nicht mit Großbritannien im Krieg. Das passiert erst am Ende der Runde. Da wollte ich versuchen, ob man jetzt vielleicht noch mit Vollgas hier ein, zwei Einheiten noch mal rauskriegt auf den Atlantik. Reicht ruhig den Briten erstmal noch einen Moment aus. Das ist ein bisschen meine Hoffnung und dass auch hier U-Boot vielleicht hier auch noch entlang kommt. Sonst ist es wahrscheinlich hier oben rum noch ein bisschen sicherer. So, wir sind draußen. 5, dann. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu Schiffen. Wo man sie brauchen könnte. Es wäre gut, wenn, glaube ich, 6 Schiffe durchkommen. Ja, Überseeschiffe sind natürlich ein bisschen riskanter. Deswegen nehme ich jetzt nur mal diesen Zerstörer. Der anderen Seite. Zerstörer könnten wir wirklich brauchen, wenn er mit U-Booten kommt. Die Überseeschiffe brauchen wir eigentlich noch weniger. Schwerer Kreuzer könnte hilfreich sein, weil der vielleicht auch mal auf den Hafen schießen kann. Oder einem einzelnen Zerstörer. Vielleicht nehme ich doch den schweren Kreuzer. Ist natürlich ein wenig riskant, hier direkt draußen zu fahren. Es kann sein, dass die stumpf im nächsten Zug entdeckt und abgeschossen werden. Also gerade die Überseeschiffe. Aber mal sehen, wie weit die kommen. Die restliche Flotte bleibt erstmal hier und macht sich in Häfen bequem. So, dann, ja, ich mache den Polenfeldzug zum Schluss. Erstmal noch der restliche Kram. Italiener können erstmal stehen bleiben in der Forschung. Also Raketen, ja, sie können nett sein, aber ich finde, gerade am Anfang braucht man es noch nicht so dringend. Im Zweifel holen wir es halt später nochmal nach. Möchte jetzt nämlich eigentlich schon möglichst in Zug 1 die Industrie raufbringen. Und Panzerabwehrwaffen, gut, darauf kann man eigentlich auch verzichten. Wir kriegen ja über ein Event ein paar Packs irgendwann, dann wären das halt stumpfe Garnisonseinheiten. Wobei selbst mit dem Upgrade auf Stufe 1 bringen die noch nicht so viel. So, und die Industrie rauf. Bei den Italienern wollte ich das so ähnlich machen. Ich weiß, Italien und Industrie, ob sich das wirklich lohnt, ist so eine Geschichte. Aber hier wollte ich dann die Erdkampfwaffen rausnehmen. Die haben ja gemeinhin eh nur einen Bomber.
und kaum das Geld, den immer in Stand zu halten. Denke, da kann man sich's leisten, die Industrie ja mal hochzuziehen und ansonsten erstmal zu schauen. Ja, ich habe so ein paar Pläne, was man vielleicht machen könnte, aber im Moment sowieso nicht wirklich das Geld, irgendwas in die Richtung umzusetzen. Deswegen kommen wir zum Polenfeldzug und so nach und nach kommt dann alles dazu. Hier muss man immer erstmal wieder neu schauen, wie man das effektiv angeht. Wenn das klappt, kann man in 2 Runden in Warschau stehen, aber 3 Runden wäre auch in Ordnung. Wie sah das hier nochmal aus? Wir könnten vielleicht mit dem aufklären. Irgendwo vor Warschau steht noch eine Armee rum und die will man nicht anfliegen, weil man dann in einen Luftkampf mit der Armee kommt. Aber ich glaube, die stand nicht direkt vor Warschau. Okay, wir kriegen keinen Schaden, das ist gut und da war die Armee. Genau, ich meine, in Krakau stand auch irgendjemand. Ich meine, diese Armee kann anscheinend nichts anderes erreichen. Genau, da war noch eine Infanterie. Es geht halt nur darum zu vermeiden, jetzt unnötigerweise in jemanden reinzurennen. Dann du konntest dann sich einnehmen und danach noch ein bisschen was gegen den Reiter machen. Nein, andererseits, warte, Danzig gehört doch schon. Achse 100%. Kannst du natürlich auch hier hingehen. Bisschen Reiter bis in den Ort. Ich muss sagen, ich habe bisher immer so gesehen, dass Danzig erobert werden müsste, aber nein, steht Achse 100% dran. Na gut, und dann kam auch schon mal ein Feld näher. Oh, der Reiter ist in der Stadt. Das heißt natürlich, die Armee kann sich im Zweifel nicht in die Stadt zurückziehen. Und wir müssen die irgendwie ausschalten wegen der Kontrollzone, aber eigentlich auch sehen, dass wir den Reiter kriegen, weil die sind mit die lästigsten Einheiten. Ich würde sagen, wir machen hier das 4 zu 1. 5 zu 1 sogar, sehr schön. Und ich glaube, wir konnten jetzt bis hier vorne durchfahren. Auch hier konnte man einfach weiter. Also der Reiter soll möglichst weg. Das sind mit die lästigsten Einheiten, weil die einen im Zweifel nochmal irgendwie eine kleine Kessel oder so machen können. Also Angriffskraft haben die natürlich quasi so gut wie keine, aber können auch ganz schön lästig werden und Orte wegnehmen und sowas. Ich glaube, wir konnten hierhin ohne Feindkontakt. In Posen müsste eine Armee stehen. Nein, da ist doch ein. Okay, aber macht nichts. Das sind diese Momente, wo man sich dann doch irrt bezüglich der Position einzelner Einheiten. Theoretisch hätten wir dann auch noch das Korps, um den Reiter wegzumachen, sodass der Panzer vielleicht dann ohne Kampf unter Einsatz einer Aktionspunkte hier schon mal hin kann. Und Panzer sollten immer möglichst schnell schon mal in Richtung Warschau. Nee, du kannst den wahrscheinlich nicht vernichten weiter. Gut, dann werden wir hier einen überhaben, der hoffentlich nicht zu viel anstellt. Dann gehst du auf den. Oh. Okay. Das war jetzt nicht unbedingt geplant. Das war jetzt nicht geplant. Naja, dann gehst du wahrscheinlich hier ran und machst den platt. Ich glaube, hier war keine Einheit, die noch irgendwie rumnerven würde. Okay. Ja, so, und der Panzer kommt hier mit Vollgas. Also ich meine, man könnte ihn auch schicken, diesen Reiter zu schlagen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn der Vollgas nach vorne gibt. Dann ist da natürlich der Ort, wenn wir die Armee einkesseln könnten, könnte die Erfahrung und ein bisschen NM bringen. Nehmen wir an, die wird sowieso dann noch geschlagen. Normalerweise zieht die Einheit ja meist hier hin.
Jetzt könntest du in den Ort da. Die Armee kommt da nicht ran. Bei Q auch nicht, aber ich behalte mir das noch vor. Es wäre wahrscheinlich schon weise, diesen Ort zu besetzen. Wir schauen erstmal hier. Geht es darum, an dem vorbeizukommen, was meistens dadurch erreicht wird, dass man diese Armee nach Süden verschiebt und hier einen guten Angriff kriegt. Das war jetzt kein guter Angriff. Ich würde eigentlich sehen, ob man ohne Bombeeinsatz durchkommt. Also 2-2 war jetzt wirklich ein bisschen sehr schwach. Gut, okay, versuchen wir es mal und hoffen, dass das besser läuft. Auch wieder ein 2-2. Also gut, dass mehr Schaden gemacht wurde und schön, dass jetzt wir da eigentlich schon eine Menge abbekommen haben. Als ob mit den einen Kesseln warte. Hier drüben stand irgendwo auch noch ein feindliches Korps, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt so den in Zweifel dicht machen und eingekesselt noch ein bisschen NM von dem mitnehmen. Einen guten ein und sorgt dafür, dass da kein Feind sich festsetzen kann und der Panzer mit einem guten Weg hat. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich lasse das nochmal eben offen und wir schauen uns den Süden an. Also auch hier gibt es feindliche Reiter und alles und der Panzer sollte am besten, denke ich, nach Lodz. Weil da kann er von da gut nach Warschau vorrücken. Wir sollten primär sehen, diese Reiter loszuwerden und hier auf die Armee wahrscheinlich einmal den Angriff mitzunehmen. Dass die nichts anstellt und keine Kontrollzone mehr hat. So, aber primär sollten hier doch die Reiter aus und die Eisenbahn nach Posen, sonst haben die hier hinten viel zu viel Versorgung. Nach Möglichkeit sollte der Panzer nicht so viel, obwohl der kann vielleicht den Reiter rausnehmen. Also du wirst, denke ich, wahrscheinlich den angehen. Und du wirst wahrscheinlich auch den angehen. Und wir könnten auch die Armee von hier alternativ schicken. Könnte das Korps auf den Reiter oder hier irgendwie beim Abschneiden helfen? Dann wäre der Ort da natürlich frei. Ist das irgendwie ein Problem? Also wir kriegen da jemanden rein. Das darf eigentlich nicht das größte Problem sein, denke ich. Im Zweifel der Ort, also eh nur 2 MPP, was soll's. No, aber wir können ihn jetzt nicht umgehen, weil der natürlich seine Kontrollzone hat, außer, nee, nicht mal mit dem Panzer, aber das wäre auch dezent Verschwendung. So, das heißt, du bist dann hier. Ihr könntet dann auch zusammen den vernichten, dass der Panzer gar nicht riskieren müsste zu kämpfen. Wo du würdest, denke ich, wahrscheinlich so oder so mindestens schon mal bis hier gehen. Dem Treffer verpassen. Na gut, oder du kannst gegen den Reiter gehen, dass der nicht zu stark wird. Und den auf jeden Fall auch demnächst erwischt. Ich meine, was wird er machen? Er könnte natürlich zum Beispiel hier reinziehen. Das irgendwie wieder befreien. Na gut, sonst
Panzer braucht auch eigentlich alle Bewegungspunkte, um nach Lodge zu kommen. Oder können wir uns das leisten, den stehen zu lassen? Eher nicht. Also müssen hier das mich auf jeden Fall komplett abschneiden, finde ich. Die da oben zu viel anstellen können, rein schon von der Versorgung her. Wenn wir das hier dicht, jetzt kommen wir an den nicht ran, dann ist das wahrscheinlich das naheliegendste, den nochmal anzugehen. So, jetzt hat niemand hier in der Gegend irgendwie Angriffe oder so, die noch großartig hier mithelfen können, also machst du den halt fertig. Okay, ist gut gegangen und na gut, wenn der Weg natürlich hier frei ist, kommst du dann auch auf direktem Wege nach Lodge rüber. Das ist schon mal gut. So, der ist eingekesselt. Du kannst dann wahrscheinlich auch schon, ich denke mal, hier vielleicht auch mit anrücken. Den aber nicht schlagen. Naja. Kann auch nicht sein. Und ihr macht hier von Süden einfach Druck. Ich glaube, die konnten hier einfach schon laufen. Jo, das wird schon das. Meinetwegen kann die Armee da entlang laufen, aber richtig viel Freude solltet ihr daran auch nicht haben. Und dann, der hat keine Versorgung. Dann käme der nicht weit, der käme auch nicht weit. Könnte sein, dass er hier eine Einheit sonst nach Kutenhub bringt und das würde den Panzer aufhalten. Ich denke, da wäre es uns das Beste, wenn wir uns den Ort doch noch holen. So, hier könnten wir diesen Gegner umgehen. Wir haben aber dann zum Teil selber gekesselt zu werden. Noch diese Einheit. Ja gut, ich würde sagen, du rückst hierhin vor. Dann nicht komplett abgestellt, aber der ist auch so schwach. Eigentlich wird er wahrscheinlich, denke ich mal, nichts mehr anstellen können. Können aus Sicherheitsgründen noch die Einheit im Zweifel nachziehen. Ja, der wird nicht sonderlich weit kommen. Der vielleicht schon eher. Ich würde doch sagen, wir decken dann erstmal diesen Ort mit. Und wenn der Reiter versucht, nach Berlin zu reiten, dann reiten wir den schon irgendwie auf. Den Bomber werde ich jetzt raushalten. Oh, ihr könnt ja leicht. Oder daran vielleicht. Und da ist niemand, der euch zu viel Schaden machen könnte. Geht zumindest stark von aus. Ja, das mit der Versorgung. Ich meine, wir könnten unser HQ hier hinstellen. Warte, 8, 7, 6, hierhin vielleicht. Aber dann sieht uns ja die Armee die ganze Zeit. So, wie viel Versorgung hättest du da im Moment? 5. Das muss ja wohl besser gehen. Davon aus, dass die Armee eigentlich wirklich irgendwas arg Sinnvolles tun könnte. Saku sonst erstmal dahin stellen. Es müsste ja auf jeden Fall eine leichte Verbesserung insgesamt sein. Sollte es auch sicher genug sein vor den meisten Nachstellungen. So, du. Oder geh sonst mal nach allen Steinen.
Halt auch schon direkt dran. Ich meine, das Saku kann ja zur Not auch aus der Marienburg. Ihn sonst. Daran und. Du stellst dich in den Ort. So, das wird schon. Und dann haben wir bisher eine Prognose. Ja, und mein. Nacht für unseren Panzer, das ist schon eine ordentliche Zahl. Die Frage hier nach dem Hauptquartier. Na gut, 1-0. 1-0 könnte man riskieren. Einfach noch einen Schaden machen. Ja, bisschen Erfahrung bekommen, ein bisschen Schaden gemacht. Das ist schon in Ordnung. Ob das Hauptquartier hier näher ran kann. Vielleicht wenigstens diese. Wenn man es da vorne hinstellt. Weil die Armee ist eingekesselt, die zählt nicht. Die anderen. Da auch nur schwerlich rankommen. 10, 9, 8. Ja, sind diese Kleinigkeiten in der Feindplatzierung. Problem ist, der ist nicht eingekesselt und Haku hier steht schon fast mit zu den Panzern stellen. Der müsste doch, wenn er sich jetzt hier vier Felder rausbewegt, das müsste ja wohl. Wir müssten natürlich aufpassen, dass der Weg gedeckt bleibt. Geht's solide da, lose davon aus, dass das schon klappen wird. Der könnte maximal dahin. Und wenn er da wirklich hingeht, dann könnte es eng werden. Wenn du vielleicht noch dahin gehst. Da, wenn du dich dahin bringst, dann wirst du von denen angegriffen. Ich weiß, sehr viel Feintuning gerade. Wenn du doch da rausgehst. Oder wenn damit der Weg auf jeden Fall gedeckt ist, du vielleicht noch hier hinstellst. Gut, und du hast wie viel Reichweite, Angriffsreichweite? 7, 1, 2, 3, 5, 6. Gut, jetzt ist natürlich eher theoretisch gefährdet, falls der hier rauszieht, aber ich gehe davon aus, dass die sowieso kaum Angriffswerte haben, weil wenn man den jetzt wieder zurückstellt, obwohl der Ort ist ja eigentlich, oder das Bergwerk ist eh leer, das ist nicht das Wichtige. Sonst davor stellt und den da rein. So, ich glaube, da waren wir soweit fertig. Ich denke. Wir können den Zug beenden und das dürfte reichen an Feintuning. Weil du könntest natürlich theoretisch die Erdkampfwaffen kriegen. Falls das vielleicht noch eine Auswirkung hat für den nächsten Zug. Ich hätte nochmal überlegt, jetzt, was ist, wenn die Mechanisierte jetzt auf Saku geht. Hier nochmal das 2-1 mitzunehmen. Oder 1-0 und ich glaube, man kann es so stehen lassen. Ungefähr, und die Italiener, die haben noch Punkte, aber ich würde sagen, die sparen erstmal. Und werden demnächst irgendwann mit dem Heilen anfangen, aber sollen erstmal noch, denke ich, auf was anderes sparen. Ich glaube, das passt schon so, Schiffe sind unterwegs. Kann auch noch nicht so viel machen, ja, das kann schon so stehen bleiben. So, die falsche Mega-Einheit. Jetzt, nein, die soll lieber in voller Stärke ab 1940 da sein. Okay, das sind unsere Punktzahlen und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Papa Bär mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.